Wenn Mario Haas an seine aktive Karriere zurückdenkt, erinnert er sich vor allem an eine Szene, die er bis heute kaum fassen kann. Ich weiß noch immer nicht, wie ich das geschafft habe. Es ist der 2. November 2008. Im Duell gegen die Wiener Austria gelingt dem Stürmer ein wahrer Geniestreich. Unglaubliches Tor vom Sturmkapitän. Also, wenn wir das sehen auf Premiere in der Premier League oder in Spanien, dann sagen wir Weltklasse. Es ist wurscht, wenn man in der Jugend gegen die Austria spielt oder die Kampfmann spielt gegen die Austria, dann kommt immer das Thema, das Tor, das Wundertor, das schöne Tor von mir. Ja, das ist gelungen und ich bin richtig happy, dass es passiert ist, weil da redet man drüber. Und es ist ein Tor des Jahres geworden und ist schon was Besonderes gewesen. Heute, 13 Jahre später, kehrt Mario Haas zu seinem Herzensverein zurück. In der Grazer Fußballakademie kümmert sich der Trainer um die U16-Mannschaft. Es macht mir richtig viel Spaß, dass ich da arbeiten darf und mit den Burschen was weiterbringen darf. Seine unglaubliche Erfahrung, die will der ehemalige Torjäger nun seinen Schützlingen weitergeben. Ich sehe mich da bei der Jugend mehr als in dem Erwachsenenfußball, weil es mir da einfach mehr Spaß macht, weil die Kinder wirklich mit solchen Ohren vor dir stehen und nur aufsagen. Sie wollen alles wissen von dir, was du erlebt hast und was du erreicht hast. Man hat gerne so Geschichtsstunden, da muss immer wissen, wie es war, gegen Ronaldo oder gegen andere Superstars zu spielen. So, ja, es war herrlich spielen, es war interessant. Zu erzählen hat Mario Haas ja so einiges. 550 Mal steht er für Sturm auf dem Feld, erzielt 180 Tore. 3 Meistertitel, 4 Cupsiege, Champions League, Europa League, sowohl national als auch international, sorgt er damals für Furore. Ich bin da eigentlich groß geworden von klein auf. Ich war immer schon bei Sturm Graz, war immer Sturm-Fan von klein auf. Und es hat mich richtig stolz gemacht, dass ich überhaupt beim ersten Meistertitel dabei war, als Spieler. Und das hat mir. Das ist schon was Besonderes gewesen und da habe ich die meisten Titel gewonnen und habe in der Champions League gespielt, in der Euroleague. Also was gibt es Schöneres eigentlich zu erreichen mit einem Verein? Und jetzt darf ich in der Jugend mitarbeiten und das macht mich auch stolz, weil ich glaube, ich kann denen den Sturmgeist übermitteln, den Burschen, und dass sie das weitertragen. Mario Haas, der personifizierte Sturmgeist. Er hinterlässt große Fußstapfen für die Sturmlegenden von morgen.